Der riesige Godzilla lässt mein Flugzeug abstürzen. Guck dafür das Video bis zum Ende. So, noch ein kurzes Stück hier mit der Bahn fahren. Leute, was geht ab? Und yo, das müsste reichen. Genau hier muss ich raus. Perfekt, denn ich will mir heute mal ein neues Auto kaufen. Und zwar hier in diesem coolen Autohaus. Wang Tang heißt das. Okay, und da stehen auch schon einige coole Karren. Aber irgendwie ist hier gar keiner, sehe ich gerade. Auch die Stadt hier, das sieht ja aus, als wäre das eine Ruine oder so. Da vorne ist so ein hohes Gebäude. Ist da irgendwo jemand? Ist hier vorne bei den Röhren jemand? Auch nicht. Sag mal, was ist denn das für eine Stadt hier? Die ist ja wie leergefegt hier. Selbst diese Teile hier. Jetzt hier brennt kein Licht mehr. Also anscheinend ist das hier eine Ruine. Ich wollte mir doch ein Auto kaufen gehen. Was ist denn das auch für ein Empfang, dass hier auch nirgendwo jemand ist? Ne? Selbst hier oben ist gar... Hi, was machen Sie denn hier? Sag mal, nicht so laut reden, du Idiot. Ja, wieso nicht so laut reden? Was ist denn los? Ich will mir ein Auto kaufen. Hier drinnen gibt es ohnehin Autos nicht mehr kaufen können. Da muss ich immer mit der Bahn fahren. Hast du nicht gehört, oder was? Godzilla ist ausgebrochen. Wie, Godzilla ist ausgebrochen? Den habe ich doch letztens erst eingefangen und kaputt gemacht. Wie kann der denn schon wieder ausgebrochen sein? Der ist ausgebrochen und will alle töten. Du musst schnell entkommen. Los. Ja, wohin denn entkommen? Hast du einen Tipp für mich? Am besten, du fliegst weg. Los. Okay, ja gut, aber ich flieg weg. Ja, ich bin mit der Bahn gekommen und hier ist keiner. Womit kann ich denn fahren? Mit der Bahn wieder zurück, oder wie? Mann, nimm einfach meine Karre, die steht hier direkt um die Ecke. Okay, alles klar, dann vielen Dank. Leute, ey, dann müssen wir mal gucken. Godzilla ist anscheinend wieder ausgebrochen. Ich hoffe mal nicht, dass der hier irgendwo rumläuft. Ne, das wär's, ja. Letztes Mal bin ich vor ihm entkommen, weil ich ihn angegriffen habe. Wie mache ich es dieses Mal? Ich könnte eigentlich überlegen, mit dem Flugzeug in ihn rein zu crashen. Das wäre doch eigentlich eine gute Ansage, oder nicht? Mal gucken, ob der hier schon irgendwo rumläuft. Ich denke eigentlich nicht. Keine Ahnung. Was ist das denn? Da ist er doch direkt schon. Godzilla, um Gottes Willen, Leute. Da ist er. Er zerstört hier die Stadt, oder was? Warte mal. Ich kann ihn vielleicht wegrammen. Da ist er, Oh Gott, jetzt geht hier alles kaputt. Oh Gott, er schießt und... Oh, der Laserstrahl, mein Auto. Okay, ich muss abhauen, los. Leute, ich bin zu der Villa meines Freundes gefahren. Ich muss ihm noch kurz Bescheid sagen. Komme ich hier rein oder was? Der ist ja gar nicht mehr zu Hause. Hallo, Daniel, bist du hier irgendwo? Hier drinnen vielleicht? Auch nicht. Sag mal, wo sind denn seine ganzen Möbel? Hier auch nicht? Was? Das ist ja einfach nur eine leere Bude. Guck mal, das ist ja alles ausgeräumt hier. Hier stehen noch ein paar grundsätzliche Möbel. Hier ein bisschen was, alles klar. Aber da ist er doch, da draußen ist er doch am Pool. Kollege, was geht? Was machst du? Machst du hier Aerobic-Übungen oder was? Hi, was geht? Godzilla ist genau auf dem Weg hierher. Lass mich in Ruhe mit Godzilla, der nervt mich. Wie? Ich sag dir, den gibt es. Du musst mir glauben. Bist du dir sicher, dass du ihn gesehen hast? Ich glaube nicht, dass es den gibt. Ich sag dir doch, den gibt es. Ich habe ihn eben gerade gesehen. Du hast auch bestimmt die Nachrichten gehört. Oder wieso hast du deine Möbel alle umgebaut? Ich zieh aus. Die Bude ist mir viel zu teuer. Okay, ja, aber... Was ist, oh Mann, ey, am liebsten würde ich halt jetzt gerne den Fernseher irgendwo anmachen, aber du hast wahrscheinlich keinen Fernseher mehr. Wir müssen hier sofort verschwinden. Ja, wie denn am besten? Ja, im besten Fall halt mit dem Auto oder mit dem Flugzeug oder sowas wegfliegen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Option, oder nicht? Hat doch auch der eine gesagt beim Autohaus. Hier war doch gerade ein Radio zu hören. Hier irgendwo? Nee, weiß ich auch nicht. So, wir müssen am besten... Ja, tut mir leid, ich hab dein Haus kaputt gemacht. Wir müssen am besten jetzt zum Flughafen. Los! Nein! Nein, das will ich nicht. Bleib hier! Ja, dann bleib halt hier. Leute, ich wollte ihn doch nur warnen, sag mal. Oh Gott, ich habe echt ein bisschen Angst. Ja gut, dann hau ich wieder ab. So, und anhalten. Raus hier aus dem Bus. Ich sage euch, Leute, das war ein Ritt. Ihr seht das vielleicht am Bus. Der ist ganz schön kaputt gegangen. Also, bis ich hier erstmal angekommen bin... Oh Gott, das war wieder alles gruselig. So, jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass hier im Flughafen gar nichts mehr los ist. Hier steht ja auch noch ein Lamborghini rum. Na, ich meine, wenn das hier eh alles keinem mehr gehört, dann kann ich damit ja auch fahren. Wow, okay. Naja, okay, ich tu mal so, als hätte ich das nicht getan. Hallo, wo sind denn die ganzen Leute? Okay, Ticketkontrolle oder nee, hier Check-in und durch hier. Aber alles gut, ich habe nichts Illegales dabei, ja, alles gut. Was ist denn hier alles jetzt? Okay, wir fahren mal ganz kurz nach oben, geht das? Ja, wir holen mal in den Fahrstuhl und fahren nach oben, weil wir müssen von oben erstmal uns einen Überblick schaffen, ob wir überhaupt mit dem Flugzeug fliegen können, nicht, dass Godzilla auf dem direkten Weg hier ist. Lounge, Abflug, Ankunft oder in den Tower. Wir wollen natürlich in den Tower rein, deswegen direkt mal hochfahren und gucken, wo wir da oben ankommen. Das ist wahrscheinlich die Lounge hier. Da oben ist der Tower. Ja, so und zack. Okay, hier würde ich gerne mal anhalten. Wie machen wir es am besten? Was kann ich hier einstellen?
Okay, irgendwelche komischen Sachen. Da kann ich die Lampen einstellen und hier Beleuchtung. Okay, die ist ganz wichtig. Ich meine, man sieht ja hier keinen Godzilla und hier sehe ich auch nirgendwo Godzilla. Okay, ich glaube, bisher ist der nicht am Start. Von daher, alles in Ordnung. So, okay, erstmal wieder runterfahren. Alles in Ordnung. Mal gucken, ob hier alles auch noch gut ist. Ich denke aber eigentlich, ja, Freunde, alles gar nichts los. Und ja, da können wir auch direkt abfliegen. Ich glaube, dass eigentlich sogar das Flugzeug da oben direkt ready wäre. Mal gucken, ob wir da Piloten finden, weil sonst muss ich wieder selber fliegen. Und ihr wisst es ja, ich bin ja... Was ist ein Geräusch? Ich bin nicht der beste Flieger. Okay, anhalten, anhalten, anhalten. Anhalten. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das hier so? Was leuchtet das so rot alles auf einmal hier, sag mal? Und raus hier, raus hier. Was ist das denn da draußen? Nein, das glaube ich nicht. Das sieht nicht aus wie Godzilla, das ist, glaube ich, dieser Roboter-Godzilla, dieser Mech-Godzilla. Was? Oh mein Gott, Godzilla hat sich einfach geupgradet, Leute. Wie krass ist das denn bitte? Okay, ich muss hier mal kurz mit der Drohne hinfliegen. So. Guckt ihn euch an, Leute. Einfach jetzt Mecha-Godzilla und der ist hier am Start. Wie gruselig sieht der denn? Wow, bitte aus. Der ist ja mal geisteskrank, wie der aussieht. Oh Gott, Leute, ich muss hier sofort verschwinden. Okay, rein in dieses Auto hier. Fährt das noch? Das fährt noch. Okay, rein in das Auto, ab zum Flugzeug und dann würde ich sagen, direkt wegfliegen hier. Ich habe keine Sekunde mehr Zeit zu starten. So, oh Gott, nein, Absturz. Oh nein, Hilfe. Okay, und raus, und raus. Und jetzt hier rein ins Flugzeug, Leute. Und ich hau hier lieber mal ab, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert. So, Landebahn, Landefreigabe, das brauche ich alles nicht. Da hinten ist der Mecha-Godzilla. Der macht hier einfach alles kaputt. Godzilla hat sich anscheinend geupgradet. Ich frage mich aber, wie genau? Weil der muss doch eigentlich dann ziemlich viel Metall gegessen haben. Oder wie upgradet? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie. Ich bin gespannt. So, und ich würde sagen, ich quatsche nicht lang rum. Abflug! Puh, hier sollte ich erstmal sicher sein. Alles gut, Leute. Ich habe hier dann noch Piloten gefunden. Alles in Ordnung. Also, die machen jetzt hier auf jeden Fall den Job und auch ziemlich gut. Ich zeige euch mal kurz mein Flugzeug. An Bord ist auch alles klar. Wir haben sogar ein paar Passagiere dabei. Hier, ihr seht es schon. Die sind aber nur Attrappe, falls Godzilla angreift. Ne? Damit ihr denkt, hier sind mega viele drin. Aber hier sind wirklich ja keine drin. Ich bin hier alleine. Außer die beiden Piloten da vorne. Jetzt ist aber die Frage, ob es gereicht hat, Godzilla abzuhängen. Ne? Hier das Klo, alles in Ordnung. Okay, ich kann mal hier ein bisschen rausgucken. Seht ihr nur die Flügel? Also ich hoffe nicht, dass Godzilla mich hier oben finden wird. Jetzt stell dich mal vor, der schießt mit seinem Laser hier oben in den Himmel auf mich. Dann wäre es das ganz schnell mit meinem Flugzeug gewesen. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. So, hier nochmal Kontrolle. Da sieht man auch nichts. Oh Gott, eine Schlange! Oh Gott, da ist eine Schlange an Bord! Was soll das denn werden? Sag mal. Hau mal ab hier, du blöde Schlange. Okay, warte mal. Ich brauche ein Brett, ich brauche ein Brett, ich brauche ein Brett. Ich brauche ein Brett, ich brauche ein Brett. Wie am besten hier davor machen jetzt einfach so Brett und vorgemacht. Und nochmal. So, das passt, alles klar. Hier kann jetzt die Schlange nicht rein, oder? Mal kurz gucken. Ist die da noch? Da hinten ist sie noch. Die macht da irgendwelche komischen Randale. Oh mein Gott, Leute, ich muss die abschießen. Ich muss sie. Hier darfst du hin. Du oh mein Gott, was hat die gemacht? Oh nein. Druckabfall, Leute. Ich glaube, irgendwo ist Godzilla. Der schießt irgendwie auf mich oder sowas. Zumachen, zumachen, zumachen. Oh nein, Druckabfall, Leute. Könnt ihr das Flugzeug gerade halten, bitte? Okay, das funktioniert. Die Schlange. Ich muss die jetzt zumachen. Zumachen. Zumachen, 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 so. Lass die Schlange direkt vor meiner Tür. Hau ab, du Schlange, oh Gott. Nein, raus, 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 raus. Oh mein Gott, Leute, ich muss sie irgendwie abschießen können. Warte mal, hier, Brett, 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 Brett. So auf den Boden machen, geht das? Das funktioniert ja richtig toll. So vielleicht. Naja, so vielleicht. Ja, da kann ich nicht durch, oder? Da kann ich nicht durch. Ah, die P ist da oben drüber und Sniper, Feuer. Nochmal, 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 nochmal. Ja, hab ich sie getroffen? Ja, ich habe sie getroffen, Leute. Kurz gucken und boom. Okay, der Kopf ist ausgegangen. Sehr gut, Alter. Das wäre ja mal mega gefährlich. Aber was hat die denn hier auf einmal kaputt gemacht? Das Fenster hat die kaputt gemacht. Deswegen kam hier auf einmal Druckausgleich rein, sag mal. Und hier oben noch so ein riesiges Loch. Ich hoffe nicht, dass das... Ich hoffe, dass das war. So, alles bei euch gut hier. Alles klar. Das sieht doch ganz gut aus. Was ist das denn? Was ist denn das? Oh nein. Was ist denn das für eine Haut da draußen? Oh Gott, das ist doch nicht Gott. Das ist Godzilla. Der schießt auf mich. Godzilla, ich muss in den Drohnen hochfliegen. Godzilla ist einfach an Bord, Leute, von meinem Flugzeug. Was? Wie ist der denn hier hochgekommen? Sag mal, guck mal, der macht hier alles kaputt. Godzilla, du bist doch ein netter Dinosaurier. Hau ab, Godzilla, wir wollen dich hier nicht. Oh Gott, der trappelt mich ja schon kaputt hier, sag mal. Ich zünd ihn an, ich zünd ihn am besten einfach an. Komm schon, hier, Waffe, schlägt Waffe. Nochmal auf ihn schießen. Ja. Oh, fällt er runter? Er fällt, Leute, nein. Mein Flugzeug stürzt ab, Leute, Hilfe. Ich gehe runter auf den Boden. Sicherheitsmaßnahmen, wie war das nochmal? Kasper, du kennst
das Unsprung war. Oh Gott! Oh mein Gott, Leute, nach so vielen Kilometern endlich schwimmen. Ich sag euch, ich habe, glaube ich, Godzilla abgehängt. Man sieht nichts mehr vor meinem Wrack, ne? Ich muss einfach hier schwimmen und endlich habe ich hier den kleinen Berg gesehen, oh, auf den ich mich hier retten kann. Sag mal, das war vielleicht auch gruselig. Godzilla einfach auf einmal an Bord. Kann Godzilla fliegen, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag ja oder nein. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Anscheinend ja schon. Oder der hat sich irgendwie an meinem Flugzeug festgehalten. Keine Ahnung, wie der da auf einmal hochgekommen ist. Aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gruselig. So. Oh, ich bin ganz schön kaputt. Aber ist nicht schlimm, wir sind ja hier oben jetzt auf dem Berg. Erstmal ein bisschen Überblick. Wow, Vorsicht, Lava, es ist heiß. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh mein Gott, Alter, auf einmal ist da heiße Lava, sag mal. Oh Gott, ich bin hier ein bisschen gefangen. SOS, kann ich irgendwie in die Luft schießen? Sieht mich hier irgendjemand? Kann mich hier irgendeiner abholen? Hallo? Wahrscheinlich nicht, aber ich meine, hier bin ich doch eigentlich auch sicher. Aber es gibt hier halt nichts zu essen. Warte mal, ich könnte aber angeln. Ich könnte angeln, dann kommen doch hier bestimmt ab und zu mal ein paar Fische raus. Und die kann ich mir auch braten, weil ich heiße Lava habe. Aber ich habe keinen Stock. Aber ich könnte den Angelstock nehmen. Okay, ich glaube, ich kann mir hier ein ganz gutes Leben machen. So, Fisch gefangen, alles gut. Was ist denn das für ein Radau hier? Oh mein Gott, Mechagodzilla hat mich gefunden, Leute. Ich muss hier wegkommen, schnell. Mechagodzilla gegen Godzilla. Wer ist das stärkere Monster und kann den Kampf gewinnen? Guck dafür das Video bis zum Ende. Oh, Vorsicht, Vorsicht und landen. Oh mein Gott, das will, Leute. Ich dachte schon, heute wäre mal der richtige Tag, um mit meinem Helikopter zu fliegen. Was geht ab, Leute? Lasst ein Like und auch ein Abo da. Was? Wie viele Autos sind hier in der Stadt gerade, sag mal? Und wow, das ist ja Choo-Choo Charles. Weg hier, den mag ich überhaupt nicht. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal diesen Schulbus hier und fahre mit dem Schulbus jetzt einfach mal weg. Was? Was für krasse viele Fahrzeuge sind hier? Alles gut, Leute, abonniert auf den Kanal. Mal gucken, da hinten ist Choo-Choo Charles. Vielleicht können wir ja mit dem reden oder sowas. Mal gucken, ob wir mit so einem von diesen Autos dahin fahren. Oder was sind hier alles so krasse Hubschrauber auch und Jets? Oh, Cooper, was machst denn du hier? Was geht? Ja, schön, dich zu sehen. Kasper, alles rockig oder was? Bei mir ist alles klar. Was geht bei dir? Bist du auch gut gelaunt heute oder was? Ja, na Logo, aber hast du noch gar nicht gehört? Godzilla ist ausgebrochen. Es wird einen richtig krassen Kampf geben. Wie? Was denn für einen krassen Kampf? Godzilla kämpft oder was? Den habe ich schon mal gegen King Kong kämpfen sehen. Da hat er auf jeden Fall krass gewonnen. Guck das Video auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht gemacht habt. Aber gegen wen kämpft er denn jetzt? Na, gegen seinen Zwillingsbruder, den Roboter-Godzilla. Der ist noch krasser. Der soll noch krasser sein als der normale Godzilla? Okay, ja, das gucke ich mir an. Wo kann ich mir das denn später anschauen? Entweder in Newtown oder im Fernsehen, du Dussel. Okay, kein Grund, direkt so frech zu werden. Leute, guckt immer diese ganzen krassen Sachen an. Und da ist auch Choo-Choo, Charles. Was geht, Choo-Choo? Alles klar bei dir? Quatsch hier nicht blöd rum. Choo-Choo, was ist los mit dir? Was bist du denn so schlecht gelaunt? Wow, was ist mit Choo-Choo los? Der kann mich bitte mal in Ruhe lassen. Guck mal, der dreht da einfach. Der ist voll am Durchdrehen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich sollte mal kurz einen Jet nehmen und Choo-Choo Charles zerstören. Guckt ihn euch an. Oh Gott, er ist ja völlig am Durchdrehen. Wow, ausweichen, Alter. Was ist denn mit dem? Wow, er ist am Driften und ja, er geht runter hier. Tja, Choo-Choo. Was hast du davon, ne? Ich nehme das Ganze einfach mal Karma. Nehmen wir mal so einen Hubschrauber hier und schießen einfach mal wild mit den Raketen rum. Denn da ist ja noch ein Choo-Choo-Charles. Vielleicht können wir den jetzt auch komplett zerstören. So, und drehen. Oh Gott, Vorsicht, rausspringen. Okay, das funktioniert nicht ganz so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber egal, ich würde sagen, wir düsen in die nächste Stadt und gucken uns den krassen Kampf an. Angekommen in der Stadt, Leute, die sieht ja mal mega futuristisch aus. Wie krass sieht die bitte aus, Army? Okay, das scheint hier anscheinend schon so eine Arena zu sein oder sowas. Mal gucken, ob wir uns da einen guten Platz ziehen können beim krassen Kampf. Da sind denn auch die ganzen Leute. Kein Eingang steht da vorne. Okay, das ist doch ein gutes Zeichen. Was steht da? Buddy Collection. Okay, alles klar. Was ist denn hier los in der Stadt? Wollen die jetzt hier alle diesen krassen Kampf sehen oder was? Wo sind die alle? Ich habe keine Ahnung. Also auch da vorne nicht. Hier oben beim Schild auch nicht. Also keine Ahnung, wo die... Was sind das für Geräusche, die ich hier höre? Was ist das? Ist das hier vorne irgendwo oder sowas? Hier hinten ist das noch irgendwo. Warte mal, ich steige mal mit meiner Drohne hoch. Yo, könnt ihr das sehen? Da ist einfach Mechagodzilla, Leute. Und er greift einfach anscheinend die Bahn an. Wahrscheinlich wurde der Kampf hier auch abgesagt oder sowas. Weil Mechagodzilla ausgebrochen ist und jetzt hier alles zerstören will. Puh, Leute, ich bin da jetzt erstmal weggesprintet. Das war mir viel zu gruselig, wenn der da rumläuft und irgendwie alle Sachen kaputt macht. Cooper, was machst denn du hier? Bist du an deinem Haus oder was? Willst du in den Urlaub fahren? Yo, hast du auch gar nicht gehört oder was? Nee, wieso? Was denn los? Ich dachte jetzt, wir gucken alle zusammen hier den Kampf. Mechagodzilla ist ausgebrochen und Godzilla auch. Keiner kann sie aufhalten. Hä, ich hab nur
Mecha-Godzilla gesehen, also den Roboter-Godzilla. Was ist denn mit dem anderen? Kann der vielleicht den Roboter aufhalten? Das werden wir sehen, aber mich wundert es auch, dass du noch draußen bist. Los, rein mit dir, schnell! Ja, alles klar, ich gehe nach Hause. Ja, dann vielen Dank und bleib sicher. Okay, Leute, einfach anscheinend Godzilla und Mecha-Godzilla, also Roboter-Godzilla, ausgebrochen. Okay, wie kann ich das denn verstehen? Ich hoffe, die werden gegeneinander kämpfen, damit auf wenigstens einer davon zerstört wird. Nicht, dass hier noch beide Monster ihr Unwesen treiben oder sowas. So, endlich zu Hause, Leute. Ich sag euch, mal gucken, ob wir vielleicht in dem Fernsehen was sehen können, wo die... Ich höre doch hier irgendwas. Hier ist doch irgendwas. Sag mal, was höre ich denn schon wieder für Geräusche hier draußen? Hier vorne. Da ist Godzilla, Leute! Was? Und... Oh nein, ich muss mal mit der Drohne hinfliegen. Warte mal. Oder am besten mir das Ganze an... Also wir wissen jetzt schon mal, wo Mecha-Godzilla ist und wo auch Godzilla ist. Vielleicht können wir die beiden auch zusammenführen, wenn ich jetzt Godzilla ablenken kann. Ich meine, der kommt ja genau auf mich zugesprintet. Der guckt mich doch sogar an. Wow, er schießt sogar. Und er ist genau auf das Haus von Koopa getreten. Das war's mit ihm. Ich glaube, er ist jetzt Matsche, Leute. Okay, warte mal. Godzilla verfolgt mich jetzt. Also, das heißt, ich kann ihn doch wahrscheinlich zu Mecha-Godzilla locken, oder nicht? Godzilla, hat er das jetzt gecheckt, dass ich hier lang gelaufen bin? Ich meine, der könnte mich doch wahrscheinlich riechen, oder nicht? Da kommt der! Um Gottes Willen, Leute, guckt ihn euch an, wie gruselig der auch aussieht. Okay, Mecha-Godzilla, wo ist der jetzt? Ich muss die einfach nur die beiden zusammenführen. Da, guck mal, der macht sogar das ganze Haus kaputt, Leute. Der schießt einfach mit seinem Laserstrahl in das Haus rein. Okay, das ist krass. Da oben ist dieser Turm. Vielleicht habe ich von da oben einen ganz guten Überblick. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung, ich hoffe nur, dass Godzilla da hinten jetzt mitkommt. Denn hier irgendwo muss Mecha-Godzilla sein und dann lassen wir die gegeneinander antreten, weil es kann nur ein krasses Monster geben. Das wissen die wahrscheinlich auch. Ja, Godzilla, kommst du mit? Okay, ich darf hier anscheinend nicht ganz so schnell laufen, weil er einfach ein bisschen braucht oder sowas. Der macht da einfach gerade das ganze Haus kaputt. Ich kann schwören, da wohnt irgendwie eine Tante von mir. Aber egal, ja gut. Dann würde ich sagen, egal. Komm, Godzilla, hör mal auf, hier die Bäume kaputt zu machen. Oh Gott, wenn mich das berührt, dann werde ich einfach zu, keine Ahnung, zu Staub. Godzilla, komm mal mit mir mit dir. Wir gehen in die Innenstadt. Puh, ich muss mich ein bisschen verstecken, Leute. Das war nicht ganz so einfach, den jetzt da hinten hinzulocken. Jetzt kommt er auch schon wieder, nämlich da oben das ganze Haus kaputt gemacht. Hier das ja auch. Oh Gott, oh Gott. Godzilla, falsche Richtung. Wie machen wir das jetzt? Am besten ist ja der Mecha-Godzilla, dass der jetzt irgendwie rauskommt. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Oh Gott, er schießt auf mich. Versteck, versteck, versteck. Alles gut. Hier bin ich sicher, hier bin ich sicher. Oh mein Gott, guck dir das an. Wie der hier einfach... schießt. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da kommt gleich die Polizei. Vielleicht, ja, in diese Richtung, das könnte sein. Puh, Leute, ich bin jetzt hier oben mitten auf so einem Hochhaus und ich höre hier unten schon, die hört es wahrscheinlich auch, da unten ist einfach Mecha-Godzilla und davon ist der normale Godzilla und die schießen einfach hier beide auf mein Hochhaus. Aber was soll das denn werden? Jetzt müssen wir die beiden einfach nur zusammenführen. Nur wie am besten? Was glaubt ihr, wer von den beiden wird den Kampf gewinnen? Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Am besten, ich gehe hier einfach mal runter. Das wäre, glaube ich, schon mal der erste Anfang. Aber jetzt schießen sie gerade nicht. Oh, Godzilla schießt auch. Okay, jetzt runter, jetzt runter. Was geht, Leute? Alles klar bei euch? Okay, da ist Godzilla, da ist Mecha-Godzilla. Oh Gott. Mecha-Godzilla schießt und der normale Godzilla jetzt auch. Könnt ihr mich bitte einfach in Ruhe lassen? Warte mal, Mecha-Godzilla, so, komm mal schön her hier. Komm mal schön her hier. Wir müssen ihn einfach nur zu dem Godzilla hier locken. So, okay, komm, 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 Mecha-Godzilla, hier lang. Du willst mich doch bestimmt essen. Komm hier lang. Ah, wo gucken die denn jetzt hin, sag mal? Ihr sollt gegeneinander kämpfen. Sag mal, die sind ja gar nicht... Oh mein Gott, Godzilla haut hier anscheinend auch alles um. Die sind ja gar nicht aneinander interessiert. Jetzt aber... ja, Godzilla, na komm, du kannst das, du kannst das. Oh mein Gott, guckt euch den mal an hier. Der haut hier wirklich alles kaputt, das ganze Gebäude. Komm schon, Godzilla, du kannst das. Godzilla, du kannst das. Oh Gott, Mecha-Godzilla schießt schon wieder einfach rum mit dem wilden Laser. Und der normale Godzilla auch. Und jetzt hier einfach nur in diese Richtung gekommen. Na komm schon. Netter Mecha-Godzilla, alles gut. Leute, jetzt haben die gleich gegeneinander. Komm schon, jetzt müsst ihr gegeneinander kämpfen. Okay, wie machen wir es? Wir machen am besten einfach mal den hier. So, und jetzt gehen wir einfach zu Mecha-Godzilla. Jetzt checkt er es gerade nicht. Jetzt muss einfach nur der normale Godzilla auf ihn schießen. Na komm schon. Schieß, Godzilla, schieß auf ihn. Na los. Ich fliege mit der Drohne hoch, dann seht ihr es. Leute, guckt euch an, Godzilla schießt hier einfach auf den Mecha-Godzilla, was? Ich fliege gerade mit der Drohne rum und ihr seht es gerade selber, was passiert. Godzilla wird zu Boden gedrückt vom Mecha-Godzilla. Aber wird das der Kampf sein? Wird Godzilla aufgeben? Nein, macht er nicht. Wow, was macht er? Er schießt einfach noch wild rum und um sich. Guckt euch das an, Leute, die schießen beide noch in irgendwelche Gebäude. Der Mecha-Godzilla weiß gar nicht wohin. Und der normale Godzilla geht zu Fall. Oh, da hat er auf jeden Fall gerade doll kassiert. Jetzt der finale Stoß. Oh Gott, Godzilla ist auf jeden Fall mega, mega sauer, dass er eben hier zu Boden gedrückt wurde. Der Mecha-Godzilla guckt hier irgendwo ins Leere. Alles klar. Aber das war's auch nicht mit Godzilla, Leute. Das kann es auch nicht gewesen sein. Godzilla ist müde und der Chef versucht sich hier den Schwanz zu schnappen vom Mecha-Godzilla und schießt jetzt gleich auf ihn. Ja, geht hier hoch und schießt hier gefühlt gleich auf ihn. Boom! Ja, er schießt hier auf den Schwanz von ihm. Aber
macht gefühlt gar keinen Schaden. Er versucht sich daran festzuhalten, aber so richtig viel bringt tut das anscheinend nicht. Haut doch mit dem Schwanz hier hinten lang. Sag mal, ihr müsst ja auch mal gegeneinander kämpfen. Yo, Godzilla fliegt hoch, macht eine krasse Attacke und schießt hier auf den Mechagodzilla, macht aber gefühlt gar keinen Schaden. Schafft er es nicht wieder aufzurappeln. Der Mechagodzilla schießt die ganze Zeit einfach nur leer in diese Richtung da. Alles klar, wieso auch immer. Oh, Godzilla wurde auf jeden Fall anscheinend mies getroffen, eben beim Trampeln. Aber er rappelt sich hier wieder hoch. Ihr seht es, Leute, nicht schlecht. Wow, jetzt hat aber Godzilla sich den Schwanz von welcher Godzilla geschnappt. Schießt hier wild rum auf die Füße und... Was passiert? Die schießen hier beide wild um sich, aber der Mechagodzilla steht auf Godzilla drauf, schießt hier noch ein bisschen rum und ist damit der König der Stadt, Leute. Godzilla hat gar keine Chance. Oh, oh, kommt er nochmal hoch? Nee, er kommt nicht mehr hoch. Godzilla hat gefühlt keine Chance. Der Mechagodzilla ist der Sieger dieses krassen Battles. Godzilla zerstört einen riesigen Flugzeugträger. Schaffe ich es, ihn aufzuhalten? Guck dafür das Video bis zum Ende. Ah, was für ein schöner Tag hier in meinem Dorf. Na, hier wird fleißig gearbeitet, sag mal. Nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, die... Sind hier irgendwie alle aus dem Mittelalter? Was ist denn mit meinem Dorf passiert? Wie sieht das denn hier aus, Leute? Cooper, oh mein Gott, ich stehe da nicht im Weg. Cooper, sag mal, wieso sieht das hier so komisch aus? Hallo, Kasper. Wir sind im Mittelalter angekommen. Wir haben Mottowoche. Mottowoche im Mittelalter? Und jetzt? Wieso laufen hier alle auch in so Gewänden rum? Sag mal, was ist denn hier los? Wir dachten uns, es wäre cool, das Dorf mal ein bisschen umzugestalten. Okay, ja, da bin ich jetzt aber nicht so der Fan von. Mittelalter ist doch voll alt und voll öde, oder findet ihr nicht auch? Leute, like mal das Video, wenn ihr findet, das Mittelalter ist cool. Und ich würde sagen, abonniert mal den Kanal, wenn ihr findet, das Mittelalter ist voll öde und alt. Ja, okay, aber alles klar, ich verstehe schon. Wobei kann ich denn jetzt hier helfen beim Umdekorieren? Geh am besten mal zu meinem Steinbau. Vielleicht brauchen die doch Hilfe. Ja, okay, alles klar, in Ordnung. Dann frage ich da mal nach. Danke dir, Coop. Oh, Leute, irgendwie anscheinend hier von meinem Steinbau. Mal gucken, ob ich denen helfen kann. Leute, was geht ab? Wieso kann ich hier... Was ist hier los? Wir sind hier so... Oh mein Gott, was ist denn da los? Leute, Godzilla einfach in meinem Dorf, um Gottes Willen. Godzilla, du bist ein netter Dinosaurier. Oh mein Gott, einfach Godzilla hier im Dorf. Ich kann es nicht glauben. Alter, Godzilla macht hier alles kaputt. Leute, ich muss hier abholen, bevor mein komplettes Dorf zerstört wurde. Mit dem Boot, los geht's. Ich muss meine Familie und alle zurücklassen, Leute. Das geht ja so nicht. Oh mein Gott, ich muss sogar meinen Freund Cooper zurücklassen. Ich will nicht, dass Godzilla mich hier angreift. Oh, Vorsicht, ich drifte hier rum, sag mal. Okay, Leute, haut rein, ne? Ich hätte euch ja mitnehmen können, aber wir sehen uns auf der anderen Seite. Guck mal, dann einfach Godzilla, wie er das Dorf kaputt macht. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für eine Weltreise hinter mir habe. So. Und komm hier, leg doch mal an die Karre und ja, angedockt, alles klar. Ja, das Boot ist auf jeden Fall Schrott gegangen, aber jetzt bin ich hier einfach mitten in der Stadt drin, sag mal. Wie krass sieht das denn bitte aus? Sieht echt mega cool aus, guck mal hier diese riesige Stadt. Welche Stadt ist das, Leute? Schreibt mal in die Kommentare mit so einem großen Turm. Ich würde fast sagen, das ist San Francisco, oder nicht? Ich glaube, das sieht so aus. Cool, ich habe auch ganz schön Hunger, mein Magen grummelt die ganze Zeit. Wo könnte ich mir denn jetzt hier mal am besten was holen? Ich hätte Bock auf so einen Bagel oder einen Donut oder sowas. Irgendwie gibt es hier nichts. Das sieht auch alles so leer aus, als wäre ich in so einer Miniaturstadt. Guck mal, die Sonne geht auch langsam unter, als wäre ich hier wirklich irgendwo in der Stadt. Guck mal hier, aber es leuchtet hier doch. Das ist doch so ein Sushi-Restaurant hier, oder nicht? Vielleicht ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Nein, das ist ja auch Godzilla. Oh mein Gott, die ganzen Gebäude gehen kaputt und Godzilla schießt hier auf mich. Leute, ich muss abhauen. Godzilla ist einfach mitten in meiner Stadt drin, sag mal. Das glaube ich nicht. Raus hier. Abhauen, 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 abhauen. Wieder zurück zu dem Boden. Guck mal, Godzilla zerstört die ganze Stadt. Wie krass. Da, alle Gebäude stürzen ein. Oh mein Gott, ich muss hier abhauen. Ich muss hier wirklich abhauen. Da hat er mich hier einfach gefunden. Sag mal, ich wollte mir doch gerade nur einen Donut kaufen. Wo sollte ich denn jetzt am besten sicher sein vor Godzilla, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Wo bin ich sicher vor Godzilla? Keine Ahnung. Vielleicht ja im... Vielleicht ja im Weltall, oder nicht? Also, würde ich jetzt denken zu... Oh mein Gott, würde ich jetzt zumindest denken, dass... Guck mal, die ganzen Häuser hier kaputt macht, Alter. Okay, abhauen. Ich muss zurück aufs Wasser, Leute. Oder vielleicht auch auf dem Wasser, aber... Warte mal, Godzilla kann doch schwimmen, aber wenn er nicht weiß, in welche Richtung ich wegschwimme, was macht der dann? Er macht ja alles kaputt, sag mal. Dann weiß er auch nicht, wo ich bin, Leute, weg hier. Leute, es ist mittlerweile mitten in der Nacht und ich bin hier bei irgendeiner Öl-Pipeline oder sowas. Irgendwo bei so einer Ölraffinerie mitten auf dem Wasser. Ich wieder reinspringen, sag mal, los, hoch hier. Also hier oben sollt ihr auf jeden Fall erstmal sicher sein vor Godzilla, ne? Guck mal, sogar so eine riesige Villa.
Sieht voll cool aus. Hier gehört das hier jemandem? Guck mal, hier ist ja sogar eine Tür. Was steht da? 13 Meter zu hoch. Hier ist so ein Alarm. Wenn ich da an den Computer rangehe, wird Alarm ausgelöst. Was ist denn das hier für eine Einrichtung? Das sieht ein bisschen aus, als wäre das hier eine Forschungseinrichtung. Erstmal Taschenlampe an. Guck mal da vorne. Ich muss mir mal die Villa da unten angucken. Das sieht voll krass aus. Hä? Als wenn hier einfach so aus dem Nichts so ein krasses Haus ist. So ein krasses Gebäude. Was ist das denn? Auch mit dem Alarm gesichert. Was passiert, wenn ich das einsammle? Oh mein Gott. Oh nein. Das wackelt doch jetzt hier alles. Ich habe den Alarm ausgelöst. Um Gottes Willen. Okay, jetzt hier am besten raus schnell. Hier lang. Los, Lampe an. Lampe an, alles gut. Hier vorne lang. Da ist noch was. Hinter dem Auto, hinter dem Auto. Hier vorne ist noch was. Das Auto ist was? Muss ich klauen oder was? Mach das Auto los. So, soll ich das Auto klauen oder was soll ich denn jetzt hier machen? Hier vorne lang. Oh Gott, Leute, ich weiß nicht, wo lang. Okay, hier. Alles klar, zweiten Computer habe ich. Jetzt fehlen noch 3 Stück, die ich einsammeln muss. Aber es geht hier anscheinend irgendwo noch weiter nach oben. Aha, aber wo denn? Ich sehe doch gar keinen Aufgang mehr. Ich habe keine Ahnung, Leute, ich muss hier irgendwie nach oben kommen. Oh Gott, nein. Und rein ins Wasser. Ich muss hier abhauen, solange ich kann. Oh nein. 3 Sekunden noch. Da ist ein Helikopter, der sucht mich. Um Gottes Willen, die suchen mich. Wo bringen die mich hin? Wo bringen die mich hin? Weg hier. Oh, wo bin ich denn jetzt gerade aufgewacht? Hallo? Ist hier irgendwo jemand? Leute, keine Ahnung. Hier sind irgendwelche Knöpfe. Okay, da kann ich draufdrücken. Aber wo bin ich jetzt gelandet hier, sag mal? Ich bin auf jeden Fall irgendwo auf dem Wasser. War das etwa eben die Godzilla-Teststation? Das könnte sein, dass das da war, ne? Wie fahre ich jetzt hier nach oben? Am besten, wenn ich hier drücke und jetzt schnell rausspringe. Ja, okay, das funktioniert. Ich bin hier... Wo bin ich jetzt drauf? Was? Ich bin hier einfach mitten auf so einem Flugzeugträger. Mitten im Ozean. Aber hier ist ja gar keiner. Wie soll ich jetzt hier am besten abhauen vor irgendjemandem? Aber warte mal, wenn hier keiner ist, dann ist doch Godzilla hier auch nicht. Also bin ich hier noch sicher. Und runter springen würde ich auch sehr, sehr ungern. Wer ist das denn? Hallo? Das ist ein Roboter oder sowas. Hallo? Kann ich was für Sie tun? Ist alles in... Hallo? Ist alles in Ordnung? Können Sie mit mir sprechen, bitte? Hallo? Ist was irgendwie? Hallo, was machst du hier? Ja, ich wurde hier verschleppt von irgendjemandem auf diesen... Transporter, hier bin ich aufgewacht auf diesem Flugzeugträger. Was kann ich machen? Soll ich hier irgendwie abhauen oder bin ich hier sicher? Du bist hier nur sicher, wenn die Leute ein Like auf dem Video da lassen. Leute, tut mir den Gefallen, lasst ein Like, dann bin ich hier sicher auf dem Flugzeugträger. Okay, also bin ich dann hier sicher. Gut, Leute, danke, dass ihr geliked und abonniert hier auch gerade den Kanal. Ja, okay, was kann ich hier noch machen? Soll ich irgendwie wobei helfen? Verfolgen Sie mich doch nicht! Was wollen Sie von mir? Sind Sie böse? Wir sind nicht böse, wir sind ganz nett. Das glaube ich euch nicht. Und mal eine ganz andere Frage. Wieso habt ihr hier überhaupt eine Atombombe? Komm her, das ist keine Atombombe, das ist nur Plastik. Das ist nur Plastik. Wer es glaubt. Okay, dann testen wir mal aus und, oh mein Gott, es ist wirklich nur Plastik. Du hast mich nicht veräppelt, also sagst du die Wahrheit. Ich sag doch Plastik. Du bist hier auch sicher vor Godzilla. Ich kann deine Gedanken lesen. Du hast Angst. Hier bin ich sicher vor Godzilla. Versprichst du mir das? Versprochen. Okay, dann wo finde ich was zu essen? Ich habe mega Hunger die ganze Zeit schon. Unter Deck. Okay, alles klar, danke. Weiß ich Bescheid. Dann gucke ich da mal nach. Leute, einfach unter Deck zu essen. Was ist das hier für eine komische Welt? Hey, hör mal auf, mich zu verfolgen, Kollege. Hau mal ab hier. Ich will jetzt hier unter Deck fahren. So, oh Gott. So, alles wieder gut. Okay, ja, hier ist anscheinend so eine Minibar. Sieht ja ganz lecker aus fürs Erste. Ich würde sagen, dann gehe ich mal wieder nach oben. Mal gucken, ob der Roboter noch da ist. Vielleicht sehe ich auch von oben irgendwie irgendwelche Rettungsboote. Warte mal, hier kurz draufdrücken. Zack, und nach oben. So, wo ist der Roboter? Da ist er ja. Hallo, hast du schon auf mich gewartet oder was? Alles klar, sehr gut. Ja, dann sag mir mal, wo kann ich denn jetzt mal hier nach Leuten gucken? Oh mein Gott, wieso ist denn Godzilla hier auf dem Flugzeugträger drauf? Sag mal, was macht denn Godzilla hier? Wieso ist Godzilla hier auf dem Flugzeugträger? Kannst du mir das erklären? Du musst Godzilla töten, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Godzilla töten, aber wieder am besten. Godzilla, komm hierher. Oh mein Gott, guckt euch an, Leute. Godzilla, ein für alle Mal. Es gibt hier wirklich Ärger. Hier ist die Schlusslinie zwischen uns beiden. Hast du es verstanden? Hör auf, den Flugzeugträger kaputt zu machen. Hör auf damit. Ich brauche irgendwas. Hier, Shotgun, Shotgun. Das funktioniert nicht. Dann vielleicht, wenn ich so darauf schieße, das funktioniert auch nicht. Oh mein Gott, Godzilla, kommt, Leute. Vielleicht mit TNT. Hier, Godzilla, nimm TNT. Oh mein Gott, ich habe den Roboter abgeworfen. Godzilla, du haust jetzt hier ab vor dem Flugzeugträger. Hast du verstanden? Ja, wir müssen ihn in die Ferne schlagen. Wir müssen ihn einfach nur in die Ferne schlagen. Kann ich nicht irgendwas auf ihn schießen? Warte mal, ich habe doch hier bestimmt irgendwelche krassen Waffen. Los, Roboter, du musst mir helfen. Du musst helfen, Godzilla anzugreifen. Los, mach was da unten. Oh Gott, Godzilla geht auf mich. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Das tut weh, das ist heiß. Ja, Godzilla fällt gleich runter. Hier, abschießen, abschießen. Immer schön weiter abschießen. Alles gut. Hier auf den... Ja, Godzilla fällt runter ins Wasser. Sehr gut. Tja, das hast du jetzt davon. Oh mein Gott, Godzilla ist weg. Leute, wir haben Godzilla fürs Erste in die Flucht geschlagen. Ich würde sagen, lasst ein Like und noch ein Abo da, wenn ihr
bis hierhin geguckt habt. Und tut mir gefallen, schreibt es mal, wie es aussieht. Das nächste Video, können wir Godzilla aufhalten? Schreibt es in die Kommentare, wenn ja. Bis dahin und ciao, ciao.